Der Wörthersee in Kärnten im Jahre 1983. Zum zweiten Mal in Folge trifft sich hier die wachsende internationale Fangemeinde eines einzigartigen Autotyps aus Wolfsburg, des VW Golf GTI. Fast 3000 Teilnehmer sind gekommen, um sich und ihr Fahrzeug zu feiern. Hochbetrieb im Anmeldebüro. Jeder der GTI-Gemeinde bekommt einen Mostkrug, jedes Auto eine Teilnehmernummer. Nur ein Accessoire ist hier gänzlich unnötig, der Regenschirm. Es herrscht, was später sprichwörtlich das GTI-Wetter genannt wird. Kaum ein Modell, das nicht äußerlich oder technisch verändert wurde. Es ist die Geburtsstunde des Tuning. Auch deswegen avanciert die erste gemeinsame Ausfahrt um den Wörthersee zum ersten Höhepunkt. Man will schließlich sehen und gesehen werden. Für die offizielle Eröffnung des GTI-Treffens am Wörthersee ist selbst einer der Väter des Golf aus Wolfsburg angereist. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Veranstaltung alles Gute und hoffe, dass Sie noch oft eine Wiederholung finden. Dankeschön. Und damit wird Professor Fiala recht behalten. Fast wie ein Brautvater eröffnet er mit dem ersten Tanz das GTI-Treffen von 1983. Für die, die nicht wissen, was sie noch mit einem Golf GTI machen können, findet eine Informationsmesse statt. Gerade mal 15 Zubehörfirmen stellen aus. Die Branche Veredelung und Tuning ist erst im Entstehen begriffen. Aber erreicht immer mehr Interessenten und Kunden. Die Individualisierung des Autos, ein Trend, der später eine ganze Industrie beschäftigen wird. Die Krönung aller Individualität, ein Golf GTI fährt auf dem Wörthersee. Allerdings nicht aus Jux und Dollerei. Es ist ein Beispiel für hohe Ingenieurswissenschaft, mit Spaß als willkommene Begleiterscheinung. Sportlich geht es auch beim Geschicklichkeitsrennen zu. Hier können 150 GTI-Fahrerinnen und Fahrer richtig Gas geben und gegen die Zeit fahren. Die meisten von ihnen schaffen den Rundkurs in weniger als 15 Sekunden. Wer die Idee zur längsten Golf-GTI-Autoschlange hatte, ist nicht überliefert. Am Ende wird der längste Stau eines einzigen Autotyps 4,2 Kilometer betragen. Ein Rekord, der nur ein Jahr lang hielt. Denn spätestens jetzt wird das GTI-Treffen am Wörthersee zum Pilgerort der VW-Jünger, bei dem die Teilnehmerzahlen stets nur zunehmen. Mit regionaler Musikdarbietung geht ein erlebnisreiches Wochenende in Kärnten zu Ende. Die obligatorische Preisverleihung für die Gewinner des Slaloms und des am weitesten angereisten Freds, einem Mann aus Südspanien. Zu gewinnen gibt es eine Autobatterie, Fachbücher oder einen Reisekostenzuschuss in Höhe von 1000 D-Mark. Eins ist sicher, die meisten der 3000 Teilnehmer werden wiederkommen. Und 25 Jahre später werden dann rund 250.000 Gäste das GTI-Treffen am Wörthersee feiern.